Ja, ich fange erstmal an mit einer sehr erfreulichen Zahl, und zwar einer Dauerkartenzahl bzw. der Zahl der verkauften Dauerkarten. Da sind wir bei 4.500. Würden uns freuen, wenn ihr nochmal verbreitet, dass wir bis einschließlich morgen noch Dauerkarten verkaufen und dann erst wieder zur Rückrunde. Okay, dann zum Spiel. Organisatorisch gibt es eigentlich nichts groß Erwähnenswertes. Es wird wieder so sein, dass die Gottschalk-Tribüne geschlossen ist. Ansonsten sind alle Bereiche geöffnet und dementsprechend können wir dann auch schon direkt zum Sportlichen kommen. Und wie immer zur Personalsituation. Wie sieht es da aus? Zur Personalsituation. Es gibt nichts Neues. Alle sind an Bord, bis auf Leon Winder und Tobi Steffen. Arvin Stuttrott-Gau. Stutti ist mit an Bord. Glücklicherweise war es nicht so schlimm, wie es im ersten Moment aussah. Ja. Was war denn da genau los bei ihm? Er hat einen Schlag auf den Fuß auch dann bekommen und da ist wohl ein Nerv getroffen worden, der dann kurz zu so einer Lähmungserscheinung geführt hat. Und das ist natürlich die höchste Alarmstufe in so einem Moment. Deswegen mussten wir reagieren und Stutti aus dem Spiel nehmen. Aber ist wieder ganz normal jetzt im Training? Trainiert wieder. Ganz normal, gut, genau. Ja, Gott sei Dank. Gut, kommen wir zu eurer Frage. Ja, Freitag, Sie haben uns ja bis jetzt immer überrascht mit der Startformation. Können wir uns irgendwie darauf einstellen, dass das jetzt immer so sein wird? Oder was ist, sag ich mal, wie die Seele gesagt hat? Oder also können Sie sich darauf einstellen, dass ich Sie überrasche oder ist die Frage gemeint, oder dass Sie jetzt denken, ja, dass die gleiche Formation wieder spielt? Also der Rotation sind, also da waren jetzt gegenüber dem Wien-Grundspiel waren 6 neue Leute in der Startelf und fand ich schon extrem, aber ja. Das Spiel hat auch gezeigt, dass da überhaupt gar keine Schwächung, vor allem sogar absolute Gegenteil, war eine Top-Partie. Aber die Frage ist halt, kann man sich ja jetzt in Zukunft darauf einstellen oder bedeutet das, dass Sie noch auf der Suche sind, sag ich mal, nach einer eingespielten Formation auf lange Sicht hier? Also auf die letzte Frage, auf der Suche sind wir nicht mehr. Es ist aber so, in der Tat, dass wir mit Sicherheit auch mal mit derselben Formation beginnen können, aber auch entsprechend im Gegner auch mit anderen Spielern in der Startelf beginnen. Wir müssen einfach flexibel bleiben. Und ich denke, das wird sich auch durchziehen bei uns. Nichtsdestotrotz steht ja trotzdem immer ein gewisses Grundgerüst. Und dann ist auch eine Achse zu sehen, mit Sicherheit auf dem Spiel, wo man immer weiß, okay, da können zwar punktuell ein paar Positionen verändert werden, aber das ändert nichts an unserem Spielgedanken. Ist die Innenverteidigung ist ja jetzt zum Beispiel so eine sensible Position, wo die Abstimmung ganz extrem wichtig ist zwischen den Arzten. Bei anderen sicherlich auch, aber da ist es jetzt vielleicht auch wegen der großen Not, die dann entstehen kann, wenn sie Abstimmung nicht steht. Deshalb, also ich finde, vielleicht auch schon vorweggegriffen, ich finde, wir haben 3 Top-Verteidiger. Mit Jan Zeiger, mit Gino Windmüller und Richie Weber. Gut, Leon Windmüller ist letzter verletzt, wäre der 4. Und die haben alle die Berechtigung zu spielen. Und auch miteinander. Und auch manchmal vielleicht bei unterschiedlichen Stürmertypen passt vielleicht ein anderer Innenverteidiger besser. Aber diese Abstimmung, diese Frage, ob Veränderungen sind. Früher war es ja nächstes Jahr immer so, bei Vereinen oder bei Mannschaften, die eine hohe Belastung haben, er rotiert, damit die Belastung ein bisschen geringer wird oder dass sie nicht so mal vielleicht jemand geschont wird. Ganz früher hieß es dann auch immer, ja, man sucht eine eingespielte Mannschaft, möglichst immer mit der gleichen Formation zu spielen und um die Abstimmung auch zu verfeinern. Was ist jetzt richtig? Leidet unter dieser Rotation die Abstimmung oder ist das schon so befestigt, dass das im Training alles abgearbeitet ist? Richtig. Weil Training ist die Arbeit, die du tagtäglich leistest und da arbeitest du an der Abstimmung. Und im Spiel überträgst du es dann nur noch. Und da wird es keine Probleme geben, egal wer da spielt. Ist es denn nicht so, dass das Automatismus sich auch innerhalb des Spiels und wenn die Mannschaft je häufiger sie zusammenspielt in der gleichen Formation, auch diese Automatismen noch verinnerlicht, mehr verinnerlicht? Dass man sagt, ich weiß jetzt blind, wo der hin
wobei ich jetzt bei dem anderen vielleicht nicht sofort weiß, wo ich vorhin war. Wenn beide Verteidiger gut verteidigen, ist es egal, wo der eine hinkommt. Okay. Ja, ich weiß, das weiß ich, was ja, wenn man meint. Ich verstehe Ihre Frage, ich weiß auch genau, worauf Sie hinaus wollen. Kann man es auch ganz auch nachvollziehen. Das Entscheidende ist aber für mich, es gibt verschiedene Stürmertypen. Und es gibt auch noch verschiedene Innenverteidiger. Und die Abstimmung trainieren wir im Training. Da spielt jeder mit jedem Mann zusammen. Und jeder hat die Chance, sich für jede Woche neu zu beweisen. Schafft das jemand dauerhaft konstant zu bleiben, ist er natürlich gesetzt. Und das ist das Entscheidende. Dadurch bleibt natürlich auch die Spannung, natürlich richtig schön hoch und gerade immer. Das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt, denke ich mal, dass sich keiner zu sicher sein kann. Genau so ist es. Das ist gewollt. Ja, das ist gewollt. Ja. Nur Konkurrenz bringt dich zu deiner Höchstleistung. Ja. Und die musst du Woche für Woche abrufen. Einfach dann. Deine Höchstleistung innerhalb des Trainingsbetriebs, innerhalb des Spiels. Und Fehler werden halt bestraft. Das ist im Fußball nun mal so. Damit muss man sich zurechtfinden. Ja, bei den Feldspielern ist es ja eigentlich fast klar, weil die Torwart-Situation muss auch eigentlich angesprochen werden. Der Robin hat wirklich ein sehr tolles Spiel gemacht aus meiner Sicht. Wie haben Sie das gesehen und vor allen Dingen, wie geht das da weiter? Weil Torwart, beim Torhüter wissen ja eigentlich alle, wenn der irgendwie das Vertrauen genießt und so, das ist eigentlich immer so gang und gäbe. Streitet auch ein bisschen Ruhe aus und so weiter. Das ist ein wichtiger Faktor. Wie gehen Sie damit um? Ja, zunächst mal alle drei Torhüter bei uns im Kader haben unser Vertrauen und das spüren sie auch alle. Entscheidend war in dem Spiel, dass Robin ein wirklich gutes Spiel geliefert hat, weil er einfach gegen seine alte Mannschaft gespielt hat. Und er ist jetzt Spieler von Rot-Weiß Essen und lebt das tagtäglich in jeder Trainingswoche. Und deswegen hatte er bei dem Spiel über seine Trainingswoche verdient, einfach im Tor zu stehen. Könnte sogar sein, dass das auch am Wochenende passiert, dass er im Tor steht. Da könnte durchaus sein, dass er wieder reingespielt hat durch diese tolle Leistung, die er da hat. Könnte durchaus sein, aber die Trainingswoche ist entscheidend wieder. Genau. War jetzt auch bei der Torwartposition, da ist jetzt wirklich nur eine Position zur Verfügung. Und dass man jetzt Spiel zu Spiel, je nach Einrücken wechselt, das ist ja wahrscheinlich auch nicht der Fall. Also mal im Torhüter muss ja auch nach einem schlechten Spiel mal das Vertrauen genießen, einen Fehler gemacht zu haben und dass er trotzdem weiterhin vielleicht spielt. Wie wird das gehandhabt? Oder wie handhaben Sie das? Ich kann es nur immer wieder wiederholen. Die Trainingswoche entscheidet. Okay. Und da musst du einfach brennend darauf im Tor zu stehen. Und wenn du so brennst und das auch dann mit deiner Leistung am Spieltag bestätigst, dann bist du doch ja, ganz klar wieder gesetzt am nächsten Spieltag. Wir haben nicht den Gedanken, dass wir ja, uns dadurch auszeichnen wollen, dass wir permanent mit Schaden glänzen. Nee, es geht darum, dass die Mannschaft weiß, du musst tagtäglich arbeiten, um dir einfach deinen Platz zu verdienen. Und wenn du dann gute Arbeit lieferst, dann klar, dann hast du mal einen Fehler drin. Den bestrafen wir auch dann natürlich nicht sofort, aber wir sprechen ihn an. Und daraus musst du lernen. Ja, jetzt ist der große Highlight Düsseldorf vorbei. Jetzt kommt Rödinghausen. Nicht so ein klangvoller Name, aber der Tabellenplatz spricht für sich. Wie muss man gegen so eine Truppe jetzt spielen? Vor allem nach so einem Spiel. Ja. Ein Highlight ist mit Sicherheit vorbei. Und wie Sie sagen, jetzt kommt der Tabellenführer. Also ja. Ist das nächste Highlight für uns. Ja. Das ist eine Mannschaft, die hat 6 Punkte und ich glaube insgesamt 9 geschossene Tore. Ja. Da musst du erstmal gut verteidigen. Und wenn du das schaffst gegen eine Truppe, die mit Sicherheit mit breiter Brust auf uns tritt, wenn du dann selbst ein gutes Spiel ablieferst, so wie auch gegen Düsseldorf, dann treffen zwei Mannschaften mit breiter Brust aufeinander. Und ehrlich gesagt freuen wir uns immens auf dieses Spiel. Aber der Fokus liegt jetzt vielleicht mal noch eher auf einer ganz, ganz stabilen Defensive. Ja, ja. Sollte er immer liegen. Ne? Wir leben von unserer Kompaktheit.
das ist das A und O. Sie hat von Tobi Steffen angesprochen. Gibt es da schon irgendwas Neues, das er vielleicht im Verein präsentiert hat? Oder? Es gibt nichts Neues. Wie läuft das denn so? Ich frage jetzt mal, macht das also eine extra Runde oder ist der voll integriert? Geht das? Keine Ahnung, ich bin nie beim Training dabei schuld. Ja, kein Problem. Ist schade. Ja, keine Zeit. Vielleicht nochmal anders über unseren Fußball unterhalten, wenn Sie beim Training dabei sind. Nein, alles gut. Ja, Tobi hat im Moment einfach Termine dann in unserer Reha-Praxis auch dann und arbeitet da tagtäglich an seiner Verletzung, die dann hoffentlich bald aufhört. Aber sonst gibt es ja keinen neuen Stand. Ja. Das ist ja schön, dass dann der Konkurrenzkampf treibt die Jungs zur Höchstleistung und nur so kann man, oder nur unter diesem Druck kann man seine Höchstleistung bringen. Gibt es irgendwo im Hinterkopf auch die Befürchtung, dass Leute wie Zeiger, Bayer, die es eben aus dem letzten Jahr nicht kennen, auf einmal draußen zu sein, sondern gesetzt zu sein, ein bisschen mohren, oder sind das keine Typen, die dafür prädestiniert sind? Befürchtung. Wenn die auch Hader sie mal öfter trifft. Also Philipp Zeiger hat im ersten Spiel gespielt, jetzt in dem Spiel nicht. Der hat gar nicht gemurrt, sondern der hat heute Morgen wieder richtig Gas gegeben. Benny Bayer war im ersten Spiel nicht dabei und hat ein Riesenspiel gegen Fortuna Düsseldorf gemacht. Da murrt gar keiner. Das haben wir verinnerlicht. Und Sie sind sicher, dass das dann auch über eine ganze Saison so geht? Dass dann dieser Teamgedanke so groß ist, dass die Jungs das verstehen werden? Ja. Wenn es sich häufiger trifft? Nach dem Spiel gegen Düsseldorf hatte ich in mir so eine positive Unzufriedenheit. Ich war froh über ein richtig gutes Spiel, was unsere Truppe geleistet hat hier. Unzufrieden natürlich, dass wir es dann final nicht für uns bestritten haben, dieses Spiel. Oder ja, dass das Bändel nicht auf unserer Seite ausgeschlagen hat. Es ist halt nun mal so gewesen. Darüber war ich in der Tat unzufrieden. Aber positiv war ich über die Art und Weise, wie diese Truppe auch mit 6 Veränderungen umgegangen ist. Und das ist eigentlich genau das Zeichen, was Ihre Frage beantwortet. Dann sagt sie, reagieren auch auf den Gegner, mit welchen Typen er ankommt, welcher Taktik sind denn unsere Stärke und unsere eigene Stärke. Und dann kommt das Ausrichten auf den Gegner. Wenn du deine Stärke so gut durchdrücken kannst, dass das mit derselben Formation wieder gelingt, dann ist es richtig gut. Und das könnte der Fall sein gegen Rödinghausen. Habt ihr irgendwie Schwerpunkte jetzt bei der Trainingsarbeit oder habt ihr das mal vor, dazu legen? Stichwort Torausbeute. Also Schwerpunkte haben wir immer und in der Vorbereitung, glaube ich, haben wir insgesamt 25 Tore geschossen. Das Interessante daran ist, dass es derzeit gar nicht so an den Toren auszumachen ist, sondern an der Bereitschaft, überhaupt das Tor dann final über den Ball final über die Linie zu drücken. Das heißt, du musst einfach kontinuierlich weiterarbeiten. Du musst kontinuierlich weiterarbeiten und dann werden irgendwann wieder Tore fallen. Und ja, hoffentlich schnell. Aber es liegt einfach nur an der Arbeit und an der Einstellung, dann wirklich das Ding mal über die Linie zu drücken. Nach dem Düsseldorf-Spiel waren Sie recht zuversichtlich, dass es am Freitag klappen wird. Die Zuversicht ist nicht gewichen. Ja, nicht. Ja. Also nochmal. Es waren jetzt 2 Spiele und ich glaube, Sie gehen mit mir, wie sagt man so schön, Sie gehen mit mir d'accord, wenn ich Ihnen sagen würde, dass das 2 richtig gute Spiele für uns waren. Das Mango war nur, dass wir keine Tore gemacht haben. So. Und es gab 2-mal Situationen, wo ein Schiedsrichter mit beteiligt war, oder vielleicht sogar 3-mal auf beide Spiele gesehen. Wenn noch da andere Entscheidungen vielleicht fallen, werden die Spiele auch anders laufen. Bin ich mir fest sicher. Wir haben sogar ein Tor geschossen, was ein Abseitstor war. Wir haben ein Tor geschossen. Nochmal, kontinuierlich weiterarbeiten, Vertrauen in deine Arbeit und dann funktioniert das. Sind wir fest von überzeugt. Ja,
Haben Sie mit der 4-Spiele-Sperre gerechnet für Jeff Davis? Ich habe gar nicht spekuliert, muss ich Ihnen sagen, weil ich glaube, da kennen Sie mich jetzt auch allmählich. Ich muss es so annehmen, wie es kommt. Und natürlich werden wir, es werden nur 3 Spiele, wo Jeffrey dann passen muss. Vielleicht hätte noch 2 gereicht. War ein Spruch? Gab's nicht, ne? So zwischen 8 und 10 Tagen. Das ist auch ein gutes Zeichen. Nach 2 Heimniederlagen, auch wenn die Spiele eben sehr gut waren, aber trotzdem gegen Rödinghausen 8 bis 10.000 Zuschauer zu erwarten. Der Tabellenführer kommt und ich glaube, dass die Leute ganz klar honorieren, was gerade hier entsteht. Und ich glaube, jeder will Teil davon sein und das sollten sie auch. Weil wir wollen genau das beweisen. Was macht den Rödinghausen so stark? Die haben sie beobachten lassen oder selbst beobachtet. Was müssen wir denn erwarten? Was kommt denn aus der Mannschaft? Ich meine, zwei Spieltage stand die Führung okay. Die 9 Tore kann man möglicherweise auch relativ, indem man sagt, gegen jeweils Aufsteiger, wie auch immer, ohne die abzuqualifizieren. Also Rödinghausen hat ähnliche Stärken wie Fortuna Düsseldorf. 2 gute Spitzen, gute äußere Mittelfeldspieler, die immer wieder gefährlich mit in die Spitze stoßen und das musst du erstmal gut verteidigen, weil die 9 Tore kommen ja nicht von ungefähr. Wie ich vielleicht noch einmal kurz sagen, das Düsseldorf-Spiel sicherlich ist sowas immer ein Bonusspiel, wenn man als 2 Klassen tieferer Verein dagegen antritt. Jetzt die Wichtigkeit dieses Spiels am Freitag, wie sind die einzuschätzen? Weil auch im Hinblick, man muss ja auch mal von dem Worst Case ausgehen, dass vielleicht die ganze Stimmung ganz zu Anfang der Saison schon kippen könnte. Also da vielleicht noch einen Satz zu. Ist eine alte Floskel, aber das nächste Spiel ist in der Tat immer das Wichtigste. Und das heißt für uns, Düsseldorf ist jetzt auch schon passé. Also auch mit dieser Pressekonferenz, jetzt haben wir nochmal drüber gesprochen, aber das Spiel ist hoch. Und jetzt gilt wirklich der Fokus auf Rödinghausen. Gibt es sonst noch Fragen? Ich schüttel den Kopf, nein. Okay, gut, dann danke fürs Kommen. Wir sehen uns Freitag im Start. Dankeschön.